Medien Klagemauer TV begrüßt Sie auch heute wieder mit brisanten Nachrichten. Guten Abend. Der Politologe Andrej Okara hat bereits am 26. Dezember 2008 in der russischen Zeitung Uto ein Szenario vorausgesagt, das in unseren Tagen dringliche Beachtung verdient. Die Frage stand im Raum, was zu erwarten sei, wenn Obama Präsident wird, beziehungsweise wenn McCain Präsident wird. Dieses Interview ist seit 2008 unter www.archiv.org gespeichert und daher verifiziert und bekannt. Andrej Okaras Worte wirken wie ein Schock. Obama fängt den Dritten Weltkrieg von der Krim aus an. Unter dem neuen Präsidenten der USA, Barack Obama, sollte also in der Krim ein militärischer Waffenkonflikt vorausgetäuscht werden. Begründet hat der Politologe Andrej Okara seine Prognose mit den Worten: Dies wurde sofort klar, als man sah, aus welchen Personen sich der Kreis aus Obama bilden würde. Es sind Menschen, die hauptberuflich an der Wall Street beschäftigt sind. Diese Menschen beschäftigen sich mit der Technologie. Die Technologie des kontrollierbaren Chaos genannt wird. Die Krim wird Brennpunkt eines globalen Konfliktes werden, aus dem leider das Szenario eines Dritten Weltkrieges hervorgehen könnte. Dieses Szenario scheint sich zumindest im jetzigen Zeitpunkt vor unseren Augen zu verwirklichen. Hat nachfolgende von den Hauptmedien nicht veröffentlichte Nachricht einen Zusammenhang mit diesem Szenario? So unglaublich es auf Anhieb klingen mag, eine kompetente Recherche hat folgende Wahrheitsgehalt bestätigt. Israels Botschaften wurden weltweit geschlossen. Diplomatische Kreise sprechen von einem Streik. Was immer das auch heißen mag. Was die Lage besonders brisant macht, ist ein Besuch von Bundeskanzlerin Merkel Ende Februar 2014 in Israel. Deutschland verpflichtete dort, den diplomatischen Dienst Israels in jenen Ländern zu übernehmen, in denen Israel keine eigene Botschaft unterhält. Und kaum zwei Wochen später, nämlich am 4. und 5. März 2014, hat Israel sämtliche Botschaften weltweit geschlossen. Stellt sich die Frage, ob Deutschland nun für die diplomatischen Belange Israels weltweit zur Verantwortung gezogen werden kann? Kenner antworten, zweifelslos wird Deutschland zur Verantwortung gezogen werden. An dieser Stelle sei es dahingestellt, ob Merkel und das gesamte Kabinett in diese Pläne eingeweiht waren oder ob sie von der israelischen Regierung berechnend in diese Sache hineingezogen wurden. Das Resultat bleibt das gleiche. Was immer Netanyahu mit dieser Aktion auch plant, die Deutschen werden dafür ihren Kopf hinhalten müssen. Die Frage stellt sich, warum so eine folgenschwere Angelegenheit in den Mainstream-Medien mit keinem Wort erwähnt werden. Ist es angesichts solch dramatischer Entwicklungen angebracht, das Volk mit dubiosen Vergehen eines Würstchenfabrikanten abzulenken oder es pausenlos mit sehr fragwürdiger Anti-Russland-Propaganda zu bombardieren? Sprechen Sie darüber und lassen Sie Ihre Mitmenschen auf alle Weise erfahren, was Ihnen die Hauptmedien verschweigen. Das Schicksal Europas könnte davon abhängen. Bleiben Sie dran, denn es folgt ein weiterer Medienkommentar.